Moin Moin und herzlich willkommen bei Darkenizer AC. Heute zeige ich euch, wie ihr bei einem HPI Baha einen geschlossenen Kupplungsglockenhalter einbaut. Ein geschlossener Kupplungsglockenhalter. Was ist das eigentlich und wozu braucht ihr den? Ihr braucht den beim Baha für zwei Zwecke. Zum einen hält er, weil er geschlossen ist, Kies, Sand, kleine Steine, Schmutz, Staub und so weiter aus der Kupplungsglocke und der Kupplung raus. Zum anderen wird der Original-Kupplungsglockenhalter, der aus Kunststoff ist, durch die Reibung, die von der Umdrehung der Glocke verursacht wird, relativ heiß und fängt an zu schmilzen. Deshalb macht es Sinn, den zu tauschen und dann könnt ihr zum Beispiel hier so einen Alu-Kupplungsglockenhalter von Integy verbauen. Um diesen einzubauen, entfernt ihr natürlich erstmal den Getriebedeckel, das Hauptzahnrad, das Motorritzel und als nächstes löst ihr diese vier Schrauben. Oben das kleine Plastikstück könnt ihr einfach abziehen und dann könnt ihr die Getriebeplatte vorsichtig ablösen. Im nächsten Schritt löst ihr die drei Schrauben an dem Originalkupplungsglockenhalter sowie diese kleine, die an diesem lila oder orangenen Alu-Stück sitzt und legt euch die Schrauben am besten immer in der richtigen Reihenfolge hin, dass ihr nachher noch wisst, welche wohin gehört. Die sind nämlich unterschiedlich dick und unterschiedlich lang. Dann könnt ihr den Original-Kupplungsglockenhalter abziehen und je nachdem, was für einen Kupplungsglockenhalter ihr jetzt einbaut, braucht ihr eventuell dieses kleine lila Abstandshalterhülschen da oben oder auch nicht, kommt immer drauf an, und eventuell braucht ihr auch die Original-Kugellager, die ihr da rausholt. Jetzt habt ihr das Problem, dass der neue Kupplungsglockenhalter höchstwahrscheinlich da immer noch nicht reinpasst, weil nämlich auch Teile der Bremse davor sitzen. Deshalb müsst ihr jetzt leider auch die Bremse auseinandernehmen. Diesen unteren Teil könnt ihr abziehen, nachdem ihr die beiden Schrauben dort oben löst. Und die hintere Schraube müsst ihr auch lösen, um die Bremsblöcke abzulösen. Und dann nehmt ihr als nächstes auch noch die Bremsscheiben raus, damit ihr richtig Platz habt, und dann erst passt der neue Kupplungsglockenhalter da rein. So, als nächstes ganz klar die Schrauben wieder reindrehen, die drei und die vierte an dem kleinen Alu-Stück, an der kleinen Alu-Platte. Kugellager von außen rein, das Innere hatte ich natürlich schon eingesetzt. Dann als nächstes müsst ihr die Bremse wieder komplett einbauen. Das habe ich jetzt hier leider nicht aufgenommen, aber das kriegt ihr schon hin. Die Getriebeplatte kommt wieder drauf. Dann setzt ihr die beiden Zahnräder wieder drauf. Könnt auch da mal testen, ob sich das frei drehen lässt, ob alles vernünftig läuft, damit kein Kugellager oder irgendwas verkantet ist. Hauptzahnrad mit dem E-Clip kommt auch wieder drauf, wird vernünftig gesichert. Und zuletzt kommt dann der Deckel wieder drauf. Und hier bei dieser Kupplungsglocke habe ich jetzt diese Teile nicht gebraucht, diese kleinen Abstandshalter. Ja, Deckel drauf und fertig. Und jetzt ist das Ding geschützt vor Schmutz und schmilzt euch auch nicht mehr weg.